ich habe mich zu dieser Gründung entschlossen und auch wirklich aus einem Konzept eine wirkliche Realität werden zu lassen, als ich die Menschen dahinter kennengelernt habe. Als es wegkam von, ich rede über Digitalisierung und über diese Konzepte im theoretischen Rahmen, sondern ich habe die Menschen dahinter kennengelernt, für die das wirklich relevant ist. Und es wurde dann keine theoretische Spielerei mehr, sondern eben ein reales Problem. Und man kommt dann emotional aus der Sache nicht mehr raus. Also ich habe mich dann zu dem Projekt entschlossen, als ich Oday kennengelernt habe, der einfach all das personifizierte, was da vorher an theoretischen Problemen da war und einfach genau in dieses Konzept passte und für den das einfach die Lösung gewesen wäre. Also er ist aus Syrien geflohen, wurde auch gefoltert, seine Familie wurde bedroht. Er kam dann in die Türkei, er konnte nicht mehr reisen, weil keine Papiere. Er konnte auch nicht an die Hochschulen, weil nur 6% der syrischen Flüchtlinge, die ein Studium machen können, das sind 300.000 in der Türkei alleine, haben einen Studienplatz bekommen, danach waren die Kapazitäten einfach erschöpft. Er konnte nicht arbeiten, weil also ohne Abschluss in der Türkei mit so vielen anderen Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt keine Chance. Und das heißt, er konnte nicht zurück, er konnte aber auch nicht vor und er konnte aus seinem Leben einfach nichts machen. Und ich habe diesen Menschen kennengelernt und ich wusste nicht, dass er Flüchtling ist. Ich habe ihn über Freunde kennengelernt, wir waren im Café und ich dachte, der war wie ich. Das war das Schockierende. Das war kein abgerissener, irgendwie in Lumpen gehüllter Mensch, sondern das war ein ganz aufgeweckter Mitte-20-Jähriger, der eigentlich sein Leben gerne gestalten wollen würde und der viel belesen war, der in der Kunst und Kultur sich auskannte und der interessiert war und was machen wollte. Und der einfach keine Chance hatte und so. Und das habe ich mir einfach gedacht, das kann doch nicht sein. Also im 21. Jahrhundert. Ich habe selbst mich in verschiedenen Hochschulsystemen bewegt, also im europäischen, im asiatischen, im angloamerikanischen und habe festgestellt, okay, da gibt es wahnsinnig viele Unterschiede und gerade diese neuen Trends von Usability, also dieses war eigentlich so ein Clash zwischen dem auf Facebook, im Einkauf, kann ich alles mit einem Klick machen und die Hochschulen funktionieren immer noch so wie vor 30 Jahren, sehr bürokratisch, viele Regeln, viel Papier. Und wo ich einerseits gemerkt habe, okay, die Hochschulsysteme haben einige haben Vorteile, einige haben Nachteile, warum kann man die nicht kombinieren? Und ich habe gemerkt, es gibt diesen Widerspruch zwischen meinem Privatleben und meinem Unileben. Wo ich aber sage, die Universitäten haben noch einen ganz anderen Servicegedanken, gehen ganz anders, stellen halt nicht den Studenten in den Mittelpunkt, sondern denken von der Institution aus und der Student kommt dann in die Institution rein. Auf dieser Basis habe ich sozusagen ein Konzeptpapier geschrieben, Hochschule 2.0 war das so überschrieben, wo die Idee war, möglichst ein liberales Konstrukt zu schaffen, das den Studenten in den Mittelpunkt stellt und möglichst viele freie Räume ermöglicht. Und das habe ich dann präsentiert bei der Friedrich-Naumann-Stiftung und erst da kam dann eigentlich die Flüchtlingsthematik hinzu, weil wir gemerkt haben, da waren einfach vom Jesuitenorden waren Leute da, waren Flüchtlinge selber da, die gesagt haben, wow, das ist doch super cool für unsere Probleme, die wir in unserem Bereich haben. Das würde die nämlich lösen, nämlich dass sie keinen legalen Status haben beim Studium zu Beginn, dass ihnen finanzielle Ressourcen fehlen, dass sie die Dokumente nicht nachweisen können, also administrative Formfehler sozusagen vorliegen oder dass Sprachbarrieren, kulturelle Barrieren, also dass sie gar nicht wissen, wo bewerbe ich mich, dass das alles tatsächlich real ist, dass es einfach Menschen gibt, die haben das Problem, die können seit 2 Jahren im Leben nicht weitermachen. Die dürfen nicht reisen, die dürfen nicht arbeiten, die dürfen nicht studieren, die können nichts machen. Wir haben deshalb ein System entwickelt, wo wir sagen, wir stellen ein Studium zur Verfügung, das 2 Jahre online basiert ist, über MOOCs, und 1 Jahr schicken wir die Leute an eine Partnerhochschule. Diese Partnerhochschulen sind aktuell überwiegend in Deutschland und das System funktioniert darüber hinaus so, dass wir eben nicht nur die bestehenden Sachen verlinken, das heißt, dieser Content, den wir da nutzen, den entwickeln wir nicht selbst, sondern den holen wir uns von den besten Anbietern vom Markt. Das sind edX, iVersity, zum Beispiel von dem Studiengang Computer Sciences, das ist das Hasso-Plattner-Institut. Also wirklich Akteure, die da jetzt schon sehr, sehr lange dran sitzen, die auch nicht nur jetzt sich über den Content Gedanken machen, sondern auch über die Gestaltungsform. Und die da viel, viel Geld in die Hand genommen haben, um Lerninhalte zu entwickeln und die einem großen Publikum zugänglich zu machen. Dann suchen wir uns Hochschulen, mit denen das passt. Das heißt, wir suchen Hochschulen nach inhaltlicher Passung, die sich das angucken, diesen Content, und sagen, okay, darauf können wir aufbauen. Das passt zu unserem Profil, das passt zu unseren Studiengang. Und wir haben Professoren, die auch bereit sind, wenn es dann noch Lücken gibt, diese Lücken zu füllen. Was wir drumherum bauen, und das ist auch wiederum wichtig, Digitalisierung funktioniert nicht, wir schieben dann alles ins Internet und dann ist es da. Sondern warum MOOCs ja auch zum Beispiel ganz, ganz geringe Durchhaltequoten nur haben, nur 5-8% sind, glaube ich, die Zahlen, ist der Grund, weil man Wissen extrem verdichtet. Also ich habe ja diesen Kurs und da werden dann 100.000 Euro investiert, teilweise mehr, und dann wird eben mit Videomaterial, das wird zugeschnitten, das wird eigentlich mehr wie so eine News-Sendung sozusagen, wo Wissen sehr, sehr verdichtet aufbereitet wird. Wie aber Wissenaufnahme ja häufig passiert, ist ja durch Reflexion, Interaktion und durch die Breite des Wissens. Das heißt, und was wir jetzt eigentlich schaffen müssen, ist dieses
diese MOOCs, die da sind, zu nutzen, was eine tolle, was wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt ist. Aber wir müssen das Wissen wieder breiter machen. Das heißt, wir müssen drumherum bauen, dass die Leute Orte der Begegnung haben, dass sie sich austauschen können im realen Leben, dass sie Tools an die Hand bekommen, um dieses Wissen wieder aufzudröseln und auch nutzbar zu machen, zu verstehen. Und dass es auch Vorbereitung gibt, dass die Leute nicht einfach in diese Wissenswelt reingeworfen werden und sich gar keine Orientierung haben. Das heißt, wir müssen sie sprachfähig machen, sie müssen die Sprache auf einem Niveau sprechen, dass sie das auch verstehen, sie müssen Zugangsmöglichkeiten haben, sie müssen Recherchemöglichkeiten haben, sie müssen weiterlesen können, sie müssen Zugang haben zu Literatur, zu sagen, nicht nur, okay, ich höre mir einen Kurs an, sondern ich kann auch nachlesen. Und dadurch entsteht dann Wissen und auch Kompetenz.